Harry Potter und die Schule der Zauberei? So hieß der erste Teil der weltbekannten Reihe von Autorin J.K. Rowling. Warte, was? Hieß er nicht? Oh, naja, hätte er aber beinahe, zumindest in den USA. Dort hatte man nämlich vor, den ersten Teil, welcher eigentlich Harry Potter und der Stein der Weisen heißt, umzubenennen. Dem widersetzte sich Rowling jedoch entschieden und verlangte stattdessen den Titel Der Stein der Weisen. Auch das letzte Buch der Reihe schwankte zwischen zwei verschiedenen Titeln. Mit in der engeren Auswahl war Harry Potter and the Elder Wand sowie Harry Potter and the Peverell Quest. Zum Schluss entschied man sich dann jedoch für den uns allen bekannten Titel Harry Potter and the Deathly Hallows. Was haltet ihr von diesen alternativen Buchtiteln, insbesondere von